Hallo meine Hübschen, willkommen zu einem neuen Video. Heute schnitzen wir einen Kürbis und zwar dieses gute Stück. Wie ihr seht, ist das ein länglicher. Der ist vom Acker, ich habe ihn geschenkt bekommen. Ich habe ja keine so großen Kürbisse und ich habe gedacht, bevor ich mir jetzt einen kaufe, der perfekt rund ist, nehmen wir einfach diesen. Und ich glaube, das sieht auch am Ende ganz toll aus. Was brauchen wir noch? Ich habe mir erstmal ein Handtuch drunter gelegt, weil ich glaube, es wird ein bisschen Sauerei geben. Dann habe ich mir hier eine große Schüssel hingestellt, einfach für das Zeugs, was in dem Kürbis ist. Ebenso habe ich mir hier so einen großen Löffel geholt. Ich habe ein Messer. Ich habe eine, wie nennt man die? Wo man zum Beispiel Rouladen mit zumacht oder so. Ihr könnt aber auch einfach eine feste Nadel nehmen. Wir haben etwas Tesafilm und ich habe mir ein Motiv ausgedruckt. Und zwar habe ich mir Tinkerbell ausgedruckt. Ja, da habe ich einfach Silhouette Tinkerbell eingegeben und habe dieses Bild gefunden. Ich habe auch schon geguckt, ob das drauf passt. Ich glaube, das wird ganz gut. Und das Erste, was wir machen, ist, dass wir das Bild festkleben. So, ich habe das jetzt festgeklebt. Der Grund, warum ich das ganz am Anfang mache, ist, weil ich ja gucken muss, wie viel ich hier oben abschneiden kann vom Deckel. Und ja, das sehen wir jetzt hier ganz gut. Es ist nicht sonderlich viel, aber wir probieren es jetzt einfach mal. Das ist der Innenleben unseres Kürbisses. Ja, Seed-Saving-Tipp, ne? Ist klar. Es war relativ leicht, ihn auszuhöhlen. Dieser Kürbis ist einfach viel weicher als die normalen Halloween-Kürbisse. Und das ist eigentlich ganz nett, muss ich sagen. Ich hatte schon ein bisschen Angst, dass ich mit diesem Messer hier nicht wirklich hinkomme. Aber ich glaube, es wird. So, wir haben ihn jetzt ausgehöhlt. Ich zeige euch mal, wie er innen aussieht. Ja, orange, ne? Überraschung. Ja, jetzt kann es eigentlich schon weitergehen. Und zwar ist der nächste Schritt, unser Motiv auf den Kürbis zu bekommen. Ich werde jetzt nicht sofort schneiden, sondern ich nehme mir dieses Teil und fange an, die Linien einzustechen. Ich zeige euch das mal eben. Das ist jetzt eine relativ große Arbeit, aber das werde ich jetzt tun und ja, bis gleich. So, ich habe jetzt die ganze Figur umrandet mit diesen kleinen kleinen Punkten und werde jetzt das Papier abnehmen.
einmal mit dem Messer ganz rundherum gegangen. Ich habe hier den Zauberstab. Ist das ein Zauberstab? Den habe ich schon so ein bisschen ausgehöhlt. Da kann man schon durchgucken. Und hier oben ist mir ein kleines Missgeschick passiert. Hier habe ich aus Versehen bis nach oben geschnitten. Aber ich glaube, das sollte jetzt erstmal kein Problem sein. Ich habe jetzt ein bisschen Angst, das rauszunehmen. Ich habe Angst, dass ich den ganzen Kürbis dann zerstöre. Aber da bleibt uns jetzt nichts anderes übrig. Wir müssen es ja tun. So, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ach, schwierig, ne? Also, ich vergewissere mich nochmal, dass er auch wirklich überall weg ist. Vielleicht mache ich hier einfach mal so einen Schlitz in die Mitte. Kontrolliere hier nochmal die Ecken. Ja, da unten ist ein bisschen schwierig. Weil da so dünn, die so dünn sind. Ich glaube, ich nehme da nochmal meinen Stocher und gehe da so mit lang. Hier kann man nochmal das Messer nehmen. Und jetzt müsste das eigentlich gehen. Ich glaube, ich drücke es mal lieber nach außen. Oh, Leute, guckt mal. Es funktioniert. Come on. Ich nehme noch mal meinen Stocher. Scheint hier noch nicht ganz gelöst zu sein. Das ist echt unglücklich gelaufen hier. Ich werde jetzt einfach mal versuchen, hier so einen Pin zu nehmen und das damit irgendwie zu fixieren. Boah, falsch. So. Das ist echt blöd, blöd, blöd. Aber ja, passiert eben, ne? Wir sind auch fast fertig. Guck mal, die ist schon fast ausgeschnitten. Ich zeig's euch gleich, wenn ich soweit bin. So, da hätten wir sie. Ich finde es ganz schön. Ich werde jetzt noch den Deckel ein bisschen, glaube ich, machen. Das ist irgendwie ein bisschen wie eine Melone schneiden. So. Also ich muss sagen, es ist sehr angenehm, dass der Kürbis so weich ist. Aber man kann sich eben auch schneller verschneiden, so wie ihr eben jetzt das bei dem Flügel von Tinkerbell gesehen habt. Ja, aber es ist jetzt auch das erste Mal, dass ich sowas Aufwendiges mache. Ich habe halt immer irgendwie ein Gesicht gemacht. Und wenn das dann ein bisschen krumm und schief ist, ist das auch relativ egal. Aber ja, ich bin trotzdem zufrieden damit. Und da könnt ihr eben jedes Motiv nehmen, das ihr wollt. Und das ist eigentlich ziemlich cool. Ich kratze das jetzt einfach noch ein bisschen aus. So, wir setzen jetzt nochmal den Deckel auf. Ich habe hier oben, das könnt ihr gerade gar nicht sehen, zwei Zahnstocher reingesteckt,
damit das hier zusammen bleibt. Die muss ich jetzt eigentlich noch kürzen. Ich guck mal, vielleicht kann ich das ja aber auch einfach draufstecken. Ach nee, das ist blöd. Ich werde mal eben versuchen zu kürzen. So ihr Lieben, das war mein kleines kurzes Halloween-Tutorial. Ich finde das echt eine süße Idee. Ich habe überlegt, noch einen zweiten Kürbis zu machen und den nebendran zu stellen und werde versuchen, da so kleine Löcher reinzumachen, damit das so ein bisschen dazu passt. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht macht ihr es ja nach. Wenn ja, dann schickt mir gerne ein Bild bei Instagram oder wie auch immer. Und ich sage euch vielen Dank fürs Zugucken und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss!